Trügen wir keine Masken, wir würden uns vor uns selbst erschrecken, oder? Unsere Masken sind als Lügen oft besser zu tragen als die wahren Gesichter, sagte Michael Marie Jung, er war Professor deutscher Hochschullehrer. Herzlich willkommen, Nadja Danneberg. Ich möchte heute über die Masken der Gesellschaft sprechen, als Metapher, Symbol, denn Masken tragen ist ja wieder in aller Munde. Masken verdecken die Wunden der Gesellschaft, die schon so lange bluten und eben nicht gesehen werden wollen. Es werden Symptome behandelt und eben Wunden nicht gesehen. Masken verdecken unser Gesicht. Ich möchte dazu auch das Interview, das ich mit Professor Dr. Schubert vor wenigen Tagen geführt habe, verlinken, denn er geht genau darauf ein. Gerade Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet, vor allem Kinder, und das betone ich jedes Mal und immer wieder. Denn es geht hier um die Verhältnismäßigkeit und die Sinnhaftigkeit. Und vor allem die Dosis macht das Gift. Über eine Dauer von fast 3 Jahren werden Kinder gezwungen, genötigt, auch im Kindergarten Masken zu tragen, sodass das soziale Verhalten verlernt wird. Und ich habe eben vor einigen Monaten eine junge Schülerin, ich glaube 15 Jahre, sagen gehört, die gesagt hat, sie nimmt die Maske nicht mehr herunter, denn sie will ihr Gesicht verstecken. Das heißt, es wird auch Sozialphobie entwickelt. Die Angst vor dem anderen, sich zu verstecken hinter der Maske, um nicht gesehen, wahrgenommen, gespürt zu werden. Und so ist das brandgefährlich. Allerdings, und das ist ja nur ein Symptom einer Gesellschaft, die sich ja schon Jahre, Jahrzehnte maskenhaft eben verbirgt und so einen Schein erweckt. Einen Schein, der jetzt eben sich lichtet und sich der Abgrund auftut und zeigt, was sich dahinter verbirgt. Masken zu tragen verhindert, wie gesagt, vor allem bei Kindern, zu lernen, sich wahrzunehmen, zu spüren, sich zu erkennen, sich zu berühren. Und so wird verlernt, dass Nähe heilsam ist, dass Nähe Bindung bedeutet. Und gerade die sichere Bindung ist so wesentlich und so wichtig. Ich habe auch Kinder sagen gehört, die gesagt haben, damals in der Krise, hochaktuell, wir können nicht mehr Freunde, Freundinnen sehen, Geburtstage feiern. Und wenn wir zu unseren Freunden, Freundinnen gehen, dann heißt es immer, hast du deine Maske mit? Hast du deine Hände gewaschen? Das heißt, bevor es überhaupt zu einer Umarmung geht, unmittelbar, freudvoll, wie eben Kinder sind, aufeinander zuzugehen, sich zu umarmen, sich zu freuen, zu spielen, werden sie sofort zurückgehalten, zurückgewiesen. Stopp! Hast du deine Hände gewaschen? Hast du deine Maske auf? Und so entsteht auch ein Waschzwang. An den Psychiatrien gibt es genügend Fälle, wo 5-Jährige, habe ich gehört, sich die Hände blutig waschen, weil sie in Schuld sind. In Schuld sind, andere zu gefährden, krank zu machen. So auch die Werbung des Mädchens in Oberösterreich mit den Kullertränen, wo drauf steht, ich möchte dich nicht verlieren. Das heißt, das Kind oder Kinder bekommen Schuld, wenn sie sich nicht impfen lassen oder Masken tragen, dann sind sie am Tod der Eltern, der Großeltern verantwortlich. Das ist Gewalt an Kinderseelen. Das ist massive Gewalt. Und warum ich das jetzt so deutlich noch einmal sagen möchte? Weil wir vermutlich wieder davor stehen, dass diese Gewalt an Kinderseelen wieder vollzogen wird. Schuld, Angst, Nähe wird unterbunden. Die Nähe, die Umarmung, die Liebe, die Freude, die Begeisterung ist ein Lebenselixier. Das ist ein Überlebens,
Trieb oder Notwendigkeit, gerade bei Kindern. Wenn wir sie daran hindern, sich zu freuen, zu leben, sich auszudrücken, so ist das ein emotionaler, seelischer Tod. Und das wird jetzt gelernt. 1, 2, 3 Jahre. Und wird sich erst in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren zeigen, dass es dann so viele Verhaltensauffälligkeiten, Traumen, Dramen gibt. Und das ist ein Drama. Ein Drama, dass auch Kinder wegen Masken ausgegrenzt, gedemütigt, bloßgestellt werden, wie der Schüler, der bei Kälte einen Test schreiben musste. Und ich wiederhole das in jedem meiner Videos, weil das darf nicht vergessen werden. Es muss in die Erinnerung der Politiker, Verantwortlichen kommen, dass das nicht vergessen werden darf. Und verdrängt, gerechtfertigt, erklärt, das ist Gewalt an Kinderseelen. Und Gewalt darf nie passieren. Und vor allem nicht unter dem Deckmantel der Gesundheit gerechtfertigt werden, erklärt werden. Und da stelle ich die Frage, Dosis macht das Gift. Es geht hier nicht darum, Maßnahmen zu treffen, die sinnvoll, verhältnismäßig sind, auch die Menschen schützen oder ältere Menschen in Pflegeheimen. Das ist sinnvoll und verhältnismäßig. Aber was können Kinder dafür? Was können Jugendliche dafür? Vor allem Kinder, die Angst haben. Und vor allem auch Familien, die vielleicht jetzt Angst haben, was denn im September passieren wird, wenn wieder Infektionen bis zu 70.000 erwartet werden. Kommt wieder ein Lockdown, kommt wieder Homeoffice, kommt wieder, dass die Familien in kleinen Räumen mitunter eingesperrt werden. Angst haben, den Job zu verlieren oder auch schon verloren haben. Die Inflation, die Krise, der Krieg, es kommt alles zusammen. Und vor allem die Angst. Denn die Angst, die sie schon die letzten 1, 2 Jahre erlebt haben. Vor der Willkür, der Unberechenbarkeit, dass wir nicht mehr vertrauen können. Dass es niemanden gibt, der uns Haltung gibt, der uns schützt, vor allem die Kinder schützt. Und ich sage niemand, weil es ist in der Politik offenbar niemand. Jene, die sich wehren, haben offensichtlich keine Macht in der Politik. Jene, die in der Politik sind, ja, sind offensichtlich in der Ohnmacht. In der Ohnmacht, dass sogar der Bundeskanzler jetzt propagiert, dass wir Psychopharmaka und Alkohol nehmen müssen, um den Wahnsinn zu verarbeiten. Das ist ein Armutszeugnis. Eine Offenbarung, dass die Maßnahmen, die Regierung gescheitert ist. Ein Trauma, das sich über die nächsten Jahre noch zeigen wird. Aber die Verantwortlichen verabschieden sich, leben ein gutes Leben. Zurückgelassen haben sie eine verbrannte Erde. Menschen, die Angst in Not sind. Menschen, die verzweifelt sind. Menschen, die nicht gehört werden. Vor allem Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal. Alle, die in Spitälern arbeiten, in Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen. Es ist Mangel an Personal. Und da möchte ich jetzt etwas zitieren, das unglaublich aufzeigt, um was es eigentlich geht. Es steht in der Zeitung Alarmstufe Rot in Spitälern. Das steht ja schon über Jahre, also das ist ja nichts Neues. Allerdings, das ist jetzt aktuell. Gestern reagierte Wiens Bürgermeister gestern reagierte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nach einem Gipfel mit Experten aus dem Gesundheitsbereich nun auf die prekäre Lage. Wahrscheinlich war das jetzt unbewusst so ein bisschen ein Versprecher. Ich vermute, dass es so ist. Es gibt ja diese, freudschen Versprecher, weil würde vielleicht der Häupl noch da sein, würde es vielleicht ein bisschen anders sein. Vermutlich, kann man nicht sagen. Zitiere weiter. Er reagierte nach einem Gipfel mit Experten aus dem Gesundheitsbereich.
nun auf die prekäre Lage. Wir haben Sorge, dass die Mitarbeiter im Pflege- und Gesundheitsbereich an die Belastungsgrenze kommen, sagte Lou gestern. Masken. Daher würden die Masken in den Hochrisikosettings wieder kommen. Das heißt, in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen müssen MitarbeiterInnen und BewohnerInnen wieder die FFP2-Maske tragen. Das ist so ein wunderbares Beispiel. Treffend, punktgenau. Das sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt, es wird die prekäre Lage in Spitälern und Pflegeheimen erkannt, nach 3 Jahren. Und anstatt, dass das Personal gestützt, wahrgenommen, geschätzt wird, vielleicht Gehaltserhöhungen, vielleicht Bonus, der Corona-Bonus für Personen aus dem Gesundheitsbereich wurde bis jetzt noch nicht ausbezahlt. Es wurde vor 1,5 Jahren versprochen. So viel ich informiert bin, wurde der noch nicht ausbezahlt. 500 Euro. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Normalerweise müssten diese Leute 500 Euro monatlich bekommen für das und was sie leisten. Das heißt, es wird jetzt erkannt, dass es eben Probleme gibt im Gesundheitsbereich. Die prekäre Lage wird jetzt erkannt. Und dann reagiert man mit Masken. Unglaublich. Das heißt, das ist die einzige Lösung. So wie die einzige Lösung ist, dass wir Drogen nehmen sollen, damit wir den Wahnsinn nicht begreifen oder den Irrsinn nicht sehen. So werden Masken, das heißt die Gesellschaft, die Symptome werden wieder bekämpft und die Ursachen nicht gesehen. Es wird wie ich immer schon sage, werden die Pflaster auf den Spiegel geklebt. Alles wird zugeklebt, Masken im Gesicht, Spiegel zugeklebt, damit wir verdrängen, nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht die Ursachen sehen. Und wenn die einzige Reaktion darauf ist, Masken zu verordnen, so zeigt es nämlich genau das, was auch die letzten Jahre passiert ist. Es ging nur Masken rauf, Masken runter, Masken rauf, Masken runter. Schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, Statistiken, Zahlen. Nur um das ging es. Der Mensch dahinter wurde nicht gesehen, nicht wahrgenommen, auch jetzt nicht. Und das macht mir Angst. Und nicht nur mir, sondern vielen, vielen Menschen macht es Angst, dass offensichtlich durch die Erfahrungen der letzten 3 Jahre, fast 3 Jahre, nicht gelernt wurden, keine Erkenntnisse getroffen wurden, obwohl so viele Menschen, Experten, Expertinnen schon sagen, dass es notwendig ist, endlich zu verändern, endlich das zu reformieren, endlich das psychosoziale Immunsystem zu stärken, nämlich Spitäler, Pflegeheime, Schulen, Kindergärten und. Kinder zu schützen, aber nicht mit Masken, sondern seelisch zu schützen, zu stützen, sie nicht auszubeuten, aber auch die anderen nicht auszubeuten. Offensichtlich ist man weiterhin blind, taub und ignorant. Und die Ignoranz ist die größte Strafe. Verdrängen, nicht wahrnehmen, das kennen wir aus der Geschichte. Das ist ein Drama, das ist ein Trauma unserer Zeit. Wenn weggehört wird, weggesehen wird, nicht wahrgenommen wird. Aber das ist ein Symptom, das ist doch schon vorher gewesen. Jetzt zeigt es sich in dieser Brachialgewalt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so setzen wir alle Masken auf. Nochmal gesagt, es geht nicht um eine Sinnhaftigkeit. Es geht selbstverständlich darum, alte Menschen und Personen, die gefährdet sind, zu schützen. Auch wenn es um Masken gehen soll, kein Thema. Aber dass es die einzige Lösung ist, die einzige Reaktion auf die Erkenntnis Alarmstufe Rot in Spitälern, das ist doch schon seit 2,5 Jahren bekannt, oder zumindest 2 Jahren. Und so werden Milliarden verschwendet in Werbung, unnötige Maßnahmen, Lockdowns, Schließungen,
wo bewusst die Wirtschaft zerstört worden ist. Sie ist zerstört worden. Durch die Schließungen, die Willkür sind die Menschen in Konkurs gegangen, also die Unternehmen. Und dann wurde Geld gepumpt, um genau das Zerstörte, das mutwillig zerstört worden ist, wieder aufzubauen. Und das ist auch der Grund, mitunter ein Grund, aber auch ein Grund, dass wir jetzt in dieser Krise sind. Keine Arbeitskräfte haben, Unternehmen, die verzweifelt sind, in der Not sind. Und ich befürchte, es wurde daraus nicht gelernt. Das ist die Gefahr. Es geht nicht darum, dass Menschen Fehler machen. Es geht auch nicht darum, dass eine Krise eine Ausnahmesituation, eine Notsituation ist, wo auch Fehler passieren dürfen. Aber es geht darum, aus Fehlern zu lernen. Das setze ich in der Politik oder bei Verantwortlichen voraus, dass sie die Menschenbildung haben, aber auch die Bildung zu erkennen, zu verstehen, vorauszusehen. Das setze ich voraus, aber nicht nur ich, sondern ich glaube, das ganze Volk setzt das voraus. Aber offensichtlich sind wir wieder da oder wieder dort, dass das Schiff Österreich offensichtlich ohne Kapitän, mitunter auch vielleicht volltrunken, gegen den Eisberg donnert. Und das ist brandgefährlich. Es ist brandgefährlich. Und ich hoffe, und ich glaube, es braucht so viele Stimmen im Kleinen. Und ich bin nur eine kleine Stimme, aber jede Stimme zählt, die aufzeigt, wo denn die Ursachen sind, die Wunden, die bluten, um nicht die Masken, die gesellschaftlichen Masken aufzusetzen, um wegzusehen.